Die Europäische Menschenrechtskonvention, die sorgt für eine Diskussion in der ÖVP. Nach dem steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler haben nun auch die ÖVP-Chefs aus Salzburg und Kärnten den Vorstoß von Klubobmann August Wöginger für eine Überarbeitung der Europäischen Menschenrechtskonvention unterstützt. Auch Burgenlands ÖVP-Chef Christian Sagard, er ist auch stellvertretender Vorsitzender im Menschenrechtsausschuss des Europäischen Parlaments, will ein Update. Sagard erklärte, dass für ihn klar sei, dass die über 70 Jahre alte Menschenrechtskonvention ein Update beim Thema Migration benötige. Er fordert darüber hinaus auch eine Überarbeitung der Genfer Flüchtlingskonvention. Ja, aber Kritik ernteten Sagards und andere Fürsprecher von ihrem Parteikollegen und Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Ottmar Karas. Vorsichtige Unterstützung für Wögingers Vorschlag kam von Kärntens ÖVP-Landesparteiobmann Martin Gruber. Und vorsichtig, aber nicht ablehnend zu Wögingers Aussagen, war die Reaktion aus Vorarlberg. Es handele sich um eine differenzierte Debatte, der es auch differenziert zu begegnen gelte. Das erklärte Landeshauptmann und ÖVP-Landeschef Markus Wallnauch. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer, der klang ähnlich. Er meint, dass es mit der unkontrollierten Migration nicht mehr so weitergehen könne. Zuvor hatten Verfassungsministerin Edtstadler und Justizministerin Alma Tadic die Europäische Menschenrechtskonvention als nicht verhandelbar bezeichnet. Und auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der begab sich ja am Montag in diese Debatte. Die Europäische Menschenrechtskonvention, die sei eine große Errungenschaft der Menschlichkeit, ein Kompass der Humanität und gehöre zum Grundkonsens der Republik, schrieb er auf Twitter.